Servus, auf der Suche nach mehr Präzision im Spiel gibt es nicht wenige Spieler, vor allem männliche, die was meinen, dass mit einem steifen Schaft, mit einem schweren Schaft, S-Flex, ein präziseres Spiel kriegen. Das stimmt aber nicht. Ein präzises Spiel kriegt man durch einen guten Rhythmus, durch gutes Timing im Schwung. Und damit man sowas lernen kann und auch erfüllbar wird im Schwung, gibt es diesen Legfinder. Das ist ein mit Gummielement ein Schläger, der was faktisch keinen Flex hat. Weicher geht's nicht mehr. Und wenn man den präzise spielen möchte, muss man mit den Händen ein Gefühl entwickeln, was der Schlägerkopf macht. Und das ist einfach das Entscheidende für eine Wiederholgenauigkeit. Was der Schlägerkopf macht, das entscheidet, wo der Ball hinfliegt und nicht, was die Hände meinen, tun zu müssen. Wenn man sich auf so einen Schläger einlässt, dann gibt es als Eisen 7, als Wedge oder also als Driver, ich würde mal Eisen 7 oder Wedge empfehlen. Sollte man jetzt nicht gleich versuchen, maximale Weite rauszuholen, sondern erstmal dieses Gefühl, dieses Wappelige erspüren und mit den Händen zulassen, dass sich der Schläger schön strecken kann. Man macht da ganz sanfte Schläge am Anfang, so Chip und Pitchen, und steigert sich das dann. Man wird mal auch sehen, dass man Körper automatisch aufgrund dieses Feedbacks in den Handgelenken seinen Rhythmus findet. Das ist ein ganz automatischer Prozess, der was durch das Beobachten, durch das Wahrnehmen stattfindet. Der Legfinder ist jetzt kein teurer Schläger, aber sehr effizient. Das heißt, wenn ich mir auf der Driving Range aufwärme, nehme ich den als erstes her und das ein paar Tage machen. Und man wird sehen, dass man nach 2-3 Wochen absolut einen Effekt sieht in der Konstanz, in der Schlagweite, einfach in der Sicherheit zum Ball.